Ich glaube, ich muss mein Pony mal wieder schneiden. Immer dann, wenn der nicht sitzt, ist er zu lang. Naja. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über das Thema Haare. Und ich möchte schon zu Anfang eine Videofrage stellen, die du mir gerne in den Kommentaren beantworten kannst. Was verwendest du für Haarpflegeprodukte im Moment? Und ganz wichtig, wenn du das mir in die Kommentare schreibst, was für ein Haartyp bist du? So kann jeder mal so ein bisschen gucken und vielleicht so ein paar Empfehlungen rausholen aus den Kommentaren. Also ab in die Kommentare, beantworte mir meine Videofrage. Bei mir ist es so, deswegen mache ich auch das Video. Ich bin so ein bisschen von den festen Shampoos weg, weil ich Schwierigkeiten mit dem Produkt hatte und das immer mehr. Ich habe vor 4 Jahren habe ich die Pille abgesetzt und dadurch hat meine Kopfhaut einfach nur noch gefettet. Ist so ein hormonelles Ding. Ich meine, ich habe das auch so ein bisschen vererbt bekommen. Ich gehe da ganz nach meinem Vater, der auch eher Thema fettige Haare hat. Also feines Haar, aber die fetten drin halt auch. Und ich bin jedes Mal dankbar, wenn ich das auch sage. Ich habe überdurchschnittlich viele Haare auf dem Kopf, aber sie sind halt dünn. Und Gott sei Dank ist das so, weil hätte ich nur eine normale Anzahl an Haare, dann würde das viel, 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 viel dünner aussehen. Also bin ich echt froh drüber. Und das ist aber das Problem. Meine Haare akzeptieren nicht viele Pflegestoffe. Und die Kombination von meiner Kopfhaut, die jetzt wesentlich schneller fettert, und dann der Tatsache, dass meine Haare einfach nicht viel Pflegestoffe akzeptieren, sprich, die saugen alles auf und lassen nichts mehr raus. Das ist ganz, 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 ganz schlimm. Das waren noch Produkte, die ich vorgestellt hatte auf meinem Kanal, die okay waren. Ne? Also primär das da würde ich jetzt noch für die Kopfhaut verwenden. Das vielleicht auch noch, das ist so ein kleines Stückchen noch da. Genauso das. Weil da hat es jetzt nicht so unwahrscheinlich viel Pflegestoffe drin. Aber das hier habe ich von einer Abonnentin geschenkt bekommen. Und ich habe mich beim ersten Mal Haare waschen erst gewundert. So, habe ich den Essig nicht richtig ausgewaschen? Total strähnig, ging gar nicht. Und das ist bei mir ganz krass bei Produkten, die halt eben zu viel Pflegestoffe haben. Das sammelt sich bei mir in den Haaren an und irgendwann sehe ich aus, als hätte man mir Öl über die Haare gekippt. Ich kriege das auch mit dem Waschen dann nicht mehr raus. Deswegen bin ich übergegangen und habe tatsächlich wieder was Verpacktes. Denn alles andere, und das muss ich halt einfach akzeptieren bei meinem Haartyp, funktioniert halt einfach nicht. Das ist das Isana Mild Ultrasensitiv Shampoo für jeden Tag. Fangen wir gleich mit der Kritik an. Ich brauche auf jeden Fall ein Shampoo, was halt gut reinigt. Und ich habe erst hin und her überlegt und habe mir dann die Inhaltsstoffe angeguckt. Shampoos mit Sulfaten sind für mich wichtig. Denn ich brauche diese reinigende Wirkung, wie ich ja schon erzählt habe. Meine Haare saugen irgendwie alles an, keine Ahnung, Fett etc. auf. Und ich muss das einmal in der Woche, muss ich das rauswaschen. Und da sind für mich Sulfate essentiell. Das kann für andere wieder viel zu trocken sein. Diese Werbeversprechung hier von Isana, dass dieses Shampoo für jeden Tag ist, würde ich euch echt definitiv nicht raten. Hier ist Sodium Laurylsulfat drin, SLS. Und SLS trocknet halt schon aus. Ne? Also es schäumt wunderbar. Ich liebe das. Für Leute wie mich und vielleicht auch für dich, die ein Shampoo brauchen, auch so ein bisschen für die Psyche, das wo so ein bisschen mehr schäumt, ist es genau das Richtige. Aber jeden Tag, damit schadest du deiner Kopfhaut. Denn wir wissen alle, wenn wir unsere Kopfhaut, geschweige denn unsere Haut im Allgemeinen, die ganze Zeit austrocknen, fettet sie ja nur noch mehr nach. Ne? Das geht gar nicht. Aber dieses Shampoo funktioniert halt für mich so im Rhythmus einmal pro Woche richtig gut. Ich habe das jetzt schon das 3. Mal verwendet und ich hätte nicht gedacht, dass das Thema Duftstoffe und
etwaige Zusatzstoffe, die eben in so Shampoos drin sind, sie riechen ja meistens immer gut, dass das meine Kopfhaut, sprich meine, ich habe schon so ein bisschen eine schuppige Kopfhaut, dass das tatsächlich triggert. Ne? Also das triggert tatsächlich, was auch das Fett betrifft, das triggert so oder so, das kennen wir auch von der Haut im Gesicht. Und da gibt es für mich wesentliche Unterschiede. Also ich habe das jetzt schon zum vierten Mal verwendet und jedes Mal denke ich mir so, wow, klar, du hast nach 5 Tagen schon auch eine schuppige Kopfhaut, aber es ist bei weitem nicht so schlimm. Ich kann aber das Waschen mit dem Shampoo nicht alleine stehen lassen. Ne? Also für mich ist es essentiell, dass ich halt hinterher wirklich nochmal mit der Essigsäure drin dran gehe, nämlich ein bisschen Essig, einen halben Liter Wasser. Meistens ist es kalt, dann glänzen die Haare noch ein bisschen. Aber da müsst ihr aufpassen. Ne? Also wenn ihr Probleme mit fettigen Haaren habt, besonders mit fettiger Kopfhaut, wenn ihr mit kaltem Wasser rangeht, dann triggert das halt. Bedeutet, das fettet halt dann umso schneller nach. Aber ich habe für mich einfach entdeckt, dass das da kein erheblicher Unterschied gibt. Und wenn du es halt mit kaltem Wasser machst, dann glänzen die Haare halt danach noch ein bisschen mehr und du bekommst sie auf jeden Fall auch besser durch mit dem Kamm. Denn ich verwende keine Spülung. Ich darf das nicht. Ich darf das definitiv nicht. Denn je mehr Pflegestoffe ich in die Haare reingebe, desto häufiger müsste ich sie waschen, was wiederum für meine Kopfhaut nicht so toll ist. Ne? Also die Kombination dann fettige Kopfhaut und dann Haare, die halt eben sämtliche Pflegestoffe, besonders wenn es so ölige Pflegestoffe sind, aufsaugen, das sieht dann irgendwann einfach nicht mehr schön aus. Und ich bin eher so ein Typ, ich mag, wenn die Haare so ein bisschen mehr Grip haben und nicht so fein sind. Das alleine und die Essigsäure-Rinse kann ich trotzdem nicht stehen lassen, denn dann sind meine Haare einfach zu fein nach dem Waschen, also zu flatterig. Und je feiner meine Haare sind, desto mehr fetten die. Das ist halt nun mal so. Ne? Also das Potenzial ist halt einfach da, dass die Kopfhaut das einfach nachfetten möchte. Und denkt bitte daran, je häufiger ihr die Haare wascht, desto schneller fettet das. Das müsst ihr in die Länge ziehen. Und da nutze ich immer noch ein Naturprodukt und werde ich heute noch gefragt, wie ich das nutze. Das ist die Heilerde, die feine Heilerde für den Magen. Und ja, das gebe ich mir auf den Kopf. Und so eine Packung hebt bei mir tatsächlich ein halbes Jahr oder so. Das ist halt das perfekte Trockenshampoo. Fakt ist aber, ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt zeigen kann, das ist farbig. Und auf der Kopfhaut wird es dann auch bräunlich. Ne? Also wenn du blonde Haare hast, dann musst du das bedenken. Da funktioniert das dann tatsächlich nicht. Bei meinen jetzt rötlich blond, dunkelblonden Haaren, ich weiß gar nicht, was meine Haarfarbe da veranstaltet, keine Ahnung. Von Natur aus bin ich aschblond, ne? Also dunkelblond, aschblond. Aber irgendwie hat sich das mit der Zeit tatsächlich verändert und meine Friseurin hat schon gesagt, ich habe so einen Rotton in den Haaren. Weiß nicht, wo der herkommt, keine Ahnung. Aber da ist halt eben auch so ein leicht rötlicher Touch drin und das verändert natürlich auch so ein bisschen die Haarfarbe. Und wenn du halt eben helles Haar hast, kannst du das nicht verwenden. Geschweige denn, das trocknet wirklich aus. Das trocknet wirklich, wirklich aus. Das gebe ich so meistens am zweiten Tag, gebe ich das auf die Kopfhaut, massiere es dann wirklich ein, dass halt wirklich die Kopfhaut dann abgepudert ist und dann kommt da nichts mehr durch bis zum fünften Tag. Es kann sein, dass ab und zu nochmal so ein paar Stellen auf dem Kopf sind, wo ich das halt nicht richtig aufgetragen habe. Dann trage ich meistens ein bisschen was nach. Aber so Pony oder so muss ich in der Regel nicht. Das hält mir tatsächlich dann bis zum fünften Tag durch. Und das bröselst du dir einfach auf die Kopfhaut, machst dir es ein und dann hinterher noch mit der Bürste ein bisschen verteilen und fertig. Das ist wirklich gar kein Hexenwerk. Ne? Aber deine Haare sind halt danach wirklich abmattiert. Und mit dem hier kann ich tatsächlich 5 Tage aushalten. Ich sage tatsächlich aushalten, weil mein 5. Tag immer dann schon auch schwierig ist und ich dann Bad Hair Day habe und meine Haare zusammentrage, denn da geht halt nicht mehr viel. Jetzt bin ich, Samstag habe ich gewaschen, Sonntag, Montag, also 2. Tag,
Das ist immer okay, zweite, dritte Tag. Und ich bin ganz froh, dass ich das jetzt bis zum fünften Tag ausdehnen kann. Denn ich mag meine Haare frisch gewaschen gar nicht. Und die sind halt einfach mir zu weich. Ich kann damit nichts anfangen. Absolut gar nichts. Aber so habe ich halt einfach auch keine Locken. Was in Ordnung ist, meine Haare haben das Potenzial zu locken. Aber das ist halt immer dieses Ding, wenn du lockige Haare haben möchtest, dann musst du Pflegestoffe reinpacken. Und das geht für mich im Moment gar nicht. Und das ist auch schon meine Pflegeroutine. 3 Produkte, das ist wirklich minimalistisch. Und ich komme mit diesen 3 Produkten richtig gut zurecht. Denk daran, bei diesem Shampoo, für jeden Tag würde ich das nicht nutzen. Wie gesagt, da ist Sodium-Laurylsulfat drin, das trocknet aus. Und je häufiger du so ein Shampoo verwendest, desto mehr trocknest du deine Haare aus, deine Kopfhaut. Sie fettet einfach dann radikal noch mehr nach, ne? Und ob du jetzt deine Haare jeden zweiten Tag wäschst, habe ich auch schon gemacht. Das hängt bei mir auch vom Gefühl zusammen. Oder wie ich jetzt jeden fünften Tag, weil das für mich einfach besser funktioniert. Und ich habe genau die gleiche Auswirkung am fünften Tag, wie jetzt, wenn ich sie jeden zweiten Tag waschen würde. Ne? Also sieht genau gleich aus. Denn je mehr ich meine Kopfhaut halt einfach austrockne, desto mehr fettet sie nach. Da ist mir überhaupt nicht geholfen. Und mit dem Shampoo, muss ich ehrlich sagen, komme ich halt echt gut zurecht. Das ist halt so ein bisschen, wenn du das auf der Hand anguckst, das ist durchsichtig. Es ist auch so ein bisschen glitschig. Es ist mir auch schon davon geglitscht. Also da musst du schon so ein bisschen drauf achten, dass du halt nicht bei deinen nassen Händen, das hat man ja meistens beim Haare waschen, dass du da nicht auch noch irgendwie zu viel Shampoo verwendest und das dann in der Badewanne oder in der Dusche landet. Das ist natürlich auch scheiße, aber so ein bisschen kannst du wirklich verwenden. Zu viel wird dann wirklich schwierig. Das, wie gesagt, ist mir auch schon von der Hand geglitscht. Ein bisschen auf die Hand, dann halt wirklich auf die Kopfhaut drauf machen und dann waschen. Und wenn du dann noch so ein bisschen brauchst, machst du halt nochmal. Aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei mir ist es meistens so, ich muss sie eh zweimal waschen. Und beim zweiten Mal schon dann eh umso mehr und man braucht halt nicht so viel Shampoo. Und da ist es halt wirklich eine tolle Sache, muss ich sagen. Nochmal Erinnerung an die Videofrage, wie sieht es bei dir aus, was verwendest du? Schreib das gerne unten in die Kommentare. Denk daran, schreib deinen Haartyp dazu und was du verwendest. Ne? Also dann können wir da so ein bisschen in den Kommentaren diskutieren. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.